Danke. Ja, herzlich willkommen auf unserer Seite. Meine Projektpartnerin, die Astrid Kohlmann und ich, Gabi Winkler, wir sind gemeinsam in einem EU-Projekt drinnen, das sich mit der digitalen Schule befasst. Unser Lead-Partner ist die EBG, die Europäische Bildungsgemeinschaft, und wir sind insgesamt 8 Partner. Nächste Folie, bitte. Genau, in dem Erasmus-Projekt Digitale Schule haben wir vor circa 1,5 Jahren angefangen, uns mit diesen Best-Practice-Beispielen zu beschäftigen. Und wir stellen uns der Herausforderung, wie sich die Pädagogik effizient mit der Technologie verbinden kann. Die technischen Systeme sind ja nur so gut wie der Inhalt, die Didaktik und die Kompetenzen der Beteiligten. Und genau hier setzen wir in dem Projekt an. Also wir in der Projektpartnerschaft möchten mit pädagogischen Konzepten und einer umfassenden Reflexion aus dem Projekt herausgehen und das dann allen zur Verfügung stellen. Ja, weiter bitte. Genau, wir haben drei Best Practice vorbereitet, die wir euch jetzt präsentieren. Und die ersten zwei stellt einmal die Astrid vor. Ja, hallo von meiner Seite. Genau wie die Gabriele schon gesagt hat, wir haben diese drei Best Practices, die wir nachher auch noch miteinander vergleichen wollen. Und das erste Best Practice heißt Make it Pedagogical. Das ist ein Projekt in Portugal, wo es darum geht, dass Lehrkräften, die über 50 sind, beigebracht wird, wie man mit neuen, mit digitalen Methoden den Unterricht gestaltet. Und ein paar Kernpunkte, die dort also angewendet werden. Es wird Technologie, Pädagogik und Raum verbunden. Das heißt, ja, das ist eher ein relativ bekanntes Konzept auch jetzt in unserer Breitengrade, dass die Lernenden im Zentrum stehen. Und es wird ja die Methode des umgekehrten Klassenzimmers angewendet. Das heißt, dass der Lernende oder die Lernende zu Hause online beginnt zu lernen. Sie arbeiten mit zwei Grundsätzen, und zwar unterrichte nichts, was sich der Lernende selbst aneignen kann. Also da steht auch wieder die Selbstverantwortung im Fokus. Und dass Lernende am besten dann lernen, wenn sie das selbst unter Kontrolle haben, ihr Lernprozess. Es wird auch eben Wert auf Storytelling, auf Gamification, also Einsatz von Spielen und dem Support nach dem Training gelegt. Dann, zweiter Partner, das ist von GTN Solutions vorgestellt worden, das, also wo ich auch dabei bin. Und zwar, das kennt ihr vielleicht eh auch, also manche von euch, das Konzept eCool. Da geht es darum, um kooperatives, offenes Lernen. In diesem Konzept, also lernen Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt und eigenverantwortlich. Das heißt, sie kennen ihre Lernzeiten und wie sie den Lerninhalt also selbst abarbeiten, selbst entscheiden. Das wird auch mit einem Lernmanagementsystem unterstützt, zum Beispiel Moodle in unserem Fall. Und es werden Lernziele definiert, die kompetenzorientiert sind. Und anschließend werden diese dann zuerst also einer Selbstbeurteilung unterzogen, dass die Schülerinnen und Schüler selbst sagen, wie sie glauben, dass sie abgeschnitten haben, und dann wird auch noch individuell bewertet. Das heißt, das Wichtige bei dem Konzept ist, dass der Lernprozess individualisiert wird. Sowohl der Lernprozess als auch der Beurteilungsprozess. Gut, dann darf ich wieder weitergeben an dich, Gabi, für den dritten Partner. Unser dritter Partner war die Alemannenschule Wutöschingen aus Deutschland. Und die haben ihre sogenannte Schmetterlingspädagogik entwickelt. Deren Geheimrezept, wie sie uns erklärt haben, ist einfach eine veränderte Haltung. Und zwar bei allen Personen, die in der Schule beteiligt sind. Jeder, der dort aus und eingeht. Ganz eine andere Einstellung zum Lehren und Lernen. Bei denen gibt es keine Klassen, keine Schulräume, keine Schularbeiten, sondern da geht es voll um die Lernumgebung und um die Bedingungen, dass die dort gut lernen können.
Jetzt muss man sagen, also die sind im Bereich der Grundschule und die Lehrenden, die geben dort sogenannte Inputstunden, wo sie die Schüler dann Informationen holen können, wenn sie beispielsweise vor einem mathematischen Problem stehen und da selbst nicht mehr weiterkommen. Und der Job der Lehrkräfte ist es, den Tisch so zu decken, wie sie sagen, dass die Kinder Lust auf Lernen haben. Denen ihr Konzept basiert auf zwei Annahmen, also auf komplett selbstorganisiertes Lernen und auf Lernen durch Erleben. Natürlich setzen die ja digitale Tools ein, die haben eine ganz große Lernumgebung, die heißt bei denen Dila, die haben sie das selbst aufgebaut über Jahre. Dann haben sie iPads und Lernateliers, dann dieses Inputräume, wie sie es nennen, Clubunterricht und einen Marktplatz, wo dann gemeinsam gelernt werden kann. Dann haben sie ein Media Lab, so ein Ort Makerspace, da kommen dann die ganzen digitalen Werkzeuge zum Einsatz und die Inhalte, die sie dort erstellt haben. In dem Makerspace, da reden wir nachher noch mal ein bisschen drüber, dort werden dann die Inhalte und Dokumente aufbereitet, be- und verarbeitet und also da wird praktisch der Lernkatalog für die Schüler zusammengestellt. Interessant ist bei denen, dass denen ein Konzept auf drei Niveaustufen ausgearbeitet ist, also alle Arbeitsaufträge haben einen Standard, entweder einen Mindeststandard, einen Regelstandard oder einen Expertenstandard. Und je nachdem, wie das Kind halt unterwegs ist, ist es einmal dort oder einmal da. Also die müssen nicht alle gleich sein. Was ganz, ganz wesentlich war bei der Erklärung dort, dass alle Unterlagen bei denen einheitlich aufbereitet sind und dass alles zugeordnet ist zu Teilzielen, Lernzielen und Kompetenzen. Also das ist wirklich ein großer Aufwand, was die da betrieben haben über Jahre, aber natürlich sehr systematisiert und ganz gut zugeordnet. Ja, die nächste. Genau, jetzt kommen wir schon zum Vergleich. In der Projektgruppe haben wir uns Kriterien überlegt, anhand welchen wir diese Good Practice-Beispiele jetzt vergleichen könnten. Und einer davon ist halt, wie flexibel sind die Lernorte und Zeiten. In der Alemannenschule, wie ich jetzt gerade gesagt habe, also die sind komplett flexibel. Bei denen gibt es ja nicht einmal mehr einen Stundenplan. Also ja, da kann man sagen, ja, die sind richtig Lernort und Zeit unabhängig. Bei GTN ist sind auch durch die Cool-Methode. Da können auch die Teilnehmenden die Lernorte und Lernzeiten individuell und flexibel wählen. In Portugal bei den Partnern gibt es die reine Zeiteinteilung nur beim Online-Lernen. Ansonsten steuert dort schon der Vortragende noch die Aktivitäten und die Lernzeiten. Astrid, bist du weiter? Ja. Dann gehen wir zum zweiten Kriterium. Wie hat das Praxisbeispiel sichergestellt, dass die Lehrenden und die Lernenden beide motiviert sind und mitmachen? Ein wichtiger Punkt, immer im Unterricht. Und zwar, also gehen wir es wieder von rechts nach links durch. In der Alemannenschule ist es so, dass die Schüler oder die Lernenden selbstbestimmt lernen können im eigenen Tempo. Und das motiviert dann dazu, dass man über einen längeren Zeitraum an einem Thema arbeitet, weil man es einfach selbst einteilen kann. Außerdem wird das Selbstbewusstsein dadurch gefördert, dass man eben die Verantwortung selbst hat und die tatsächlich übernimmt. Außerdem gibt es dann auch Coaching dazu, das einem auch begleitet, das die Lernenden begleitet und auch in den Stärken und auch Schwächen fördert. Dann bei dem E-Cool-Konzept ist die Kommunikation und Kooperation wird unterstützt über die Lernplattform durch Foren, Chats oder Videokonferenzen und allgemein verschiedene Tools, mit denen man zusammenarbeiten kann. Weil wir ja wissen, dass das soziale Miteinander und die Zusammenarbeit auch sehr wichtig sind für die Motivation zum Lernen. Also je nach Persönlichkeit der Schüler, aber bei den meisten ist das halt so. Und je nachdem, wie die Arbeitsaufträge halt erstellt sind, wird auch die Zusammenarbeit gefördert. Auch die Lehrenden kriegen eigene Kooperationstools in diesem E-Cool-Konzept.
Make it pedagogical. Da sind die, also ist wieder ein bisschen mehr also Lehrende zentriert. Also da sind die Lehrenden starke Motivatoren, also die, die einfach selbst sehr erfahren und sich ständig weiterentwickelnd sind, die dann auch die Technologien im Unterricht einsetzen. Das heißt, da ist vor allem die Motivation entsteht durch den Lehrenden oder die Lehrende. So, also wir haben nachher dann auch noch Raum für Fragen oder Anmerkungen, sage ich noch gleich dazu. Also falls Fragen auftreten oder Anmerkungen. Drittes Kriterium. Wie baut das Praxisbeispiel eine starke Beziehung zu den Lernenden auf? Auch wieder ganz wichtig. Bei der Alemannenschule, wie schon erwähnt, sind das die Coaches, die regelmäßiger Feedback geben den Lernenden über ihr Lernverhalten. Und diese Feedbacks und Coachings werden auch dokumentiert. Und dadurch, durch diese individuellen Rückmeldungen, kennen die Lernenden auch, werden die gefördert und es entsteht eben auch Beziehung zwischen also Coaches und Lernenden. Genau, beim eCool-Konzept, also da geht es in dem Fall jetzt auch um die Leistungsbeurteilung. Und zwar, die wird im Dialog mit den Lernenden erstellt. Das heißt, die Lernenden schätzen sie selbst ein und wird aber auch dann, also es wird mit den Lehrenden gemeinsam besprochen. Und also es gibt keine klassische Notenvergabe, sondern ein Lernentwicklungsbericht, genau. Das heißt, man ist im Gespräch miteinander, Lehrende und Lernende, und kriegt individuelle Beurteilungen. Im Projekt in Portugal, Make it Pedagogical, ist es so, dass die Lernenden begleiten. Das heißt, da ist mehr persönlicher also Kontakt. Es gibt dann auch Multiplier in den Lehrertrainingsprogrammen. Das heißt, sicher Lehrende, das weiß ich jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr genau, was die machen. Na, jedenfalls Lehrende, die betreuen dann ihre also Trainees wie immer wieder zur Reflexion über einen längeren Zeitraum. Genau. Dann gebe ich wieder an dich weiter, Gabi, für das vierte Kriterium. Unser viertes Kriterium, das wir ausgewählt haben, beschäftigt sich mit den Lern- und Übungsmaterialien, wie die jeweiligen Practice-Beispiele, die zur Verfügung stehen. Bei der Alemannenschule, da haben wir, das habe ich jetzt erst eingangs eh schon erwähnt, die haben alle Lern- und Übungsmaterialien, die einen Sinn machen, digitalisiert und werden auf der Lernumgebung DILA bereitgestellt. Aber es gibt auch analoges Material oder einfach eine Bibliothek oder so, eben für diejenigen, die gern haptisch arbeiten. Die haben ein Materialnetzwerk, den Link kann man da dazu geschrieben, den mnweg.org. Diese Materialien, die die entwickelt haben, stehen eigentlich allen frei zur Verfügung. Im Anzeigemodus, also wenn man es so nehmen will, wenn man sie ändern will oder so, dann muss man mit der Alemannenschule in Kontakt treten. Aber ansonsten kann man sich die Papiere einfach ausdrucken. Jetzt sieht man das Beispiel wahrscheinlich ein bisschen schlecht, aber das ist so ein Materialblatt für Mathematik. Da sind dann halt die Fächer drunter, wie Bruchrechnen, Prozentrechnen und so weiter. In andere drei Stufen, in dem Mindestformat, was die Schüler kennen müssen, in dem Regelmodus und der Expertenmodus. Und da sind überall die Ziele dazu definiert. Und die Lernziele, die findet man wieder auf die Arbeitsblätter bei den Beispielen. Also man kann es immer ganz, ganz genau zuordnen. Die Schüler können sich diese Arbeitsblätter digital auf der Lernplattform DILA, wie die bei denen heißt, ausdrucken oder halt dort bearbeiten am iPad und einfach mit den Aufgaben, die dran sind, zu lernen. Bei der GTN, bei dem Beispiel, das eCool-Konzept ist basiert auf Moodle, also das kann gut auf der Lernplattform Moodle eingebunden werden. Und dort gibt es dann Lernaufgaben und Übungsprogramme oder Arbeitsaufträge. Wer Moodle ein bisschen kennt, weiß eh, dass man da einiges auch steuern kann.
Natürlich gibt es dann die Schulbücher in digitaler Form, Lernvideos, Lernspiele und so weiter und so fort. Und im Moodle kann man das natürlich auch über die Verfügbarkeiten und Abhängigkeiten ganz gut steuern, wer was machen muss, damit er in die nächste Stufe kommt, dass er Aufgabe erfüllt ist. Oder vielleicht braucht der eine oder andere ja noch ein bisschen mehr Übungsraum und Übungsmaterial. Das kann man dann da auch ganz gut digital steuern. Bei Make It Pedagogical, bei unserem portugiesischen Partner, die haben eine Online-Lernplattform, wo sie die Materialien zur Verfügung stellen. Dort heißt es Virtual Learning Environment. Und die EdMood-Plattform haben die im Einsatz. Also es gibt ja verschiedene Lernplattformen. Im Endeffekt funktionieren sie dann alle gleich, wo halt dann die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und vor Ort gibt es dann analoge Lernmaterialien. Ja. Fällt dir noch was ein, Astrid? Müssen wir noch was ergänzen? Also du hast eh gesagt, Gabi, dass man das Materialnetzwerk also benutzen kann und das ist sowas, was ich eigentlich wirklich empfehlen kann. Das ist einfach mal reinschauen. Das ist ganz ein super Tool und ich glaube, es gibt dann auch Lizenz. Also derzeit ist nur mit einem Lizenzmodell. Ich glaube, man kann aber auch einen Monat oder so gratis das benutzen. Und sie haben auch vor, dass sie in Zukunft das gratis zur Verfügung stellen, sofern die Mittel. Möchten das gern verbreiten, dass viele Menschen einen Nutzen haben für ihre Arbeit. Ja, und da kann man eben Unterrichtsmaterialien erstellen. Und das ist ziemlich cool. Genau. Ja. Sonst sind wir schon. Wir waren bei den Fragen. Genau. Von einer Seite her. Fragen oder Anmerkungen. Habt ihr eigene Erfahrungen mit dem Thema schon gemacht? Ja, ich bedanke mich gleich einmal. Danke für die interessante Präsentation und für den Vergleich. Ganz cool, das einmal so aufgerollt zu sehen. Meine Frage ist, das habe ich vielleicht nicht mitbekommen oder ich habe das vielleicht nicht gesagt, inwiefern ist das BFI da involviert? Weil die ganze Zeit das Logo sucht. Ja, wir sind Projektpartner da drinnen und wir vertreten nicht die Erwachsenenbildung, wir sind ähnlich oder pendant eigentlich zu Make It Pedagogical in Portugal, die sind genauso Erwachsenenbildner wie wir. Okay. Und wir hoffen halt auch, dass wir auch für die Erwachsenen im Bereich Lernen was finden, was die Kombination Pädagogik und Technologie verbessert. Okay, danke. Gibt es jetzt sonst noch Fragen aus dem Plenum? Gerne in den Chat und die gibt es dann weiter. Okay, wir hätten nur ein bisschen Zeit, ein paar Minuten. Falls ihr noch was anmerken möchtet, dann war jetzt Zeit dafür. Also, sind bei Cool auch analoge Inputphasen? Ja, also bei Cool, es gibt ja zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist Cool. Das andere ist eCool und je nachdem, also E ist mehr auf das Elektronische ausgerichtet, aber es gibt auf jeden Fall auch das unter Anführungszeichen normale Cool, das dann auch analoger ausgerichtet ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Okay. Du kannst uns auch noch einen Link da raussuchen, falls daran Interesse besteht zum Cool. Danke fürs Beantworten. Ines, ist damit die Frage geklärt? Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, ja, super. Dankeschön für die Präsentation und für den interessanten Input. Und bei uns geht es jetzt weiter in dem Raum dann um 14.40 Uhr mit dem Robert Schrenk. Dankeschön. Danke.